Landwirt Produktvorstellung. Rinder produzieren jede Menge Mist, der später als Dünger im Grünland und Ackerbau ausgebracht wird. Mit Gülleseparatoren erhält die Gülle eine weitere sinnvolle Aufgabe. Der Trockenanteil dient den Rindern als Einstreu und trägt wesentlich zur Tiergesundheit bei. Gülleseparatoren trennen den festen Anteil vom flüssigen. Dies bringt drei wesentliche Vorteile mit sich. Durch die Separation werden bis zu 20% an Lagerfläche eingespart. Die Gülle ist leichter auszubringen und der Landwirt benötigt weniger Stroh für die Matratzen. Hauptsächlich empfehlen wir die Anlagen für rinderhaltende, also tierhaltende Betriebe. Vor allem, weil die halt dadurch sehr viel Einstreumaterial sparen, teures Stroh sparen. Und auch für große Biogasanlagen, weil die dadurch sehr viel Lagerraum sparen können. Dünne Gülle führt zu weniger Verstopfungen, was vor allem in der bodennahen Ausbringung mit Schleppschlauch von großem Vorteil ist. Außerdem sickert die Gülle leichter zu den Wurzeln und durch geringere Verdunstung bleiben mehr Nährstoffe erhalten. Das Problem ist halt, wenn das zu dick ist mit der bodennahen Ausbringung, kriege ich lauter Streifen rein. Ja. Das lässt sich auch so, wenn die Sonne scheint, schwer zu vermeiden, aber ich wesentlich geringer, wie wenn es ohne Separator macht. Für kleinere Betriebe ab ca. 30 Rindern bis zu einer Größe von 300 Tieren bietet Schreiber Anlagenbau den preisgünstigen Miniseparator AS5. Er besteht aus einer 2,2 Kilowatt Pumpe mit Fremdkörperzerkleinerung, dem Separator und der Steuerung mit Zeitschaltuhr. Der AS5 wird direkt geliefert, kann der Landwirt selbst installieren. Was er braucht, ist im Endeffekt ein Schlauch von der Güllegrube raus und ein Schlauch in die andere Güllegrube rein, wo letztendlich das separierte Wasser ablagern will. Die Anlage hat eine Leistung von bis zu 5 Kubikmeter pro Stunde und ist speziell entwickelt zur Einstreuproduktion mit einem Trockensubstanzgehalt von über 30%. Mehr Leistung bietet der Separator AS30 mit bis zu 30 Kubikmeter in der Stunde. Der AS30 ist als mobile Anlage oder stationär erhältlich. Die Anlage ist einstellbar und separiert die Trockenphase von nass bis einstreutrocken. Die mobile Version ist sehr kompakt gebaut und kann aufgrund des geringen Eigengewichts von nur knapp 2 Tonnen problemlos mit einem Kfz-Anhänger transportiert werden. Dadurch eignet sich der AS30 besonders für den überbetrieblichen Einsatz, für Lohnunternehmer und Biogasanlagen. Da bekommt dann der Kunde einen Tag Einweisung von uns mit dazu. Aber auch da ist es so, dass in der Programmierung eigentlich auch selbsterklärend ist. Das Einstreuen mit der separierten Trockenphase erspart dem Landwirt Zeit und jede Menge Stroh. Ich brauche bestimmt 2 Drittel weniger Stroh dadurch. Obwohl die Rinder sozusagen im eigenen Mist liegen, fühlen sie sich sichtlich wohl. Die Euter sind sauber und die Beine frei von Schmutz. Und somit schließt sich der Kreis.